Sieht aber ziemlich klein aus. Was ist das? Was in aller Welt ist das? Tada! Mein Projekt. Sie ist fertig. Sie? Er, sie. Ist doch egal. Er ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabeaufforderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Sie haben sich selbst übertroffen, Pebi. Suvi und Gil sollen ihn unter die Lupe nehmen und danach ziehen sie das Kampfmodell für mich vor. Ich hatte gehofft, dass sie sich darüber freuen. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Scheiße. Sieh an, Palisaria. Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Kalinda, das ist Ryder. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte deinen Reliktfreund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Seien Sie nicht so herablassend, Süße. Das hier ist Pibis Reich und Sie haben hier nichts zu suchen. Ich finde, da ist ein bisschen Feindseligkeit durchaus gerechtfertigt. Aber... Ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Palisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite sie nach draußen. Palisaria, aha. Also, wollen Sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man 1000 Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Hey, ich hoffe, Sie wissen, dass Sie jederzeit mit mir reden können. Was sind Sie doch süß. Danke, Ryder. Das ist nett von Ihnen. Wirklich. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Vergangen ist vergangen. Oh, Relikt-VI freigeschaltet. Pibis Forschung haben die Kraft Relikt-VI freigeschaltet. Ryder kann damit Zepp herbeirufen, einen steuerbaren Reliktbeobachter. Sie finden diese Kraft auf dem Tag-Fähigkeitsbildschirm. Okay. Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Level up, das kostet ja gleich ganz gut. Da können wir uns das mal angucken. Bei Tech ist es... Ah, das war das, was dir noch unbekannt war. Da ist gleich ein Punkt drin. Mal angucken. Setzt einen umgebauten Reliktbeobachter ein, der sich... selbst über Zeit repariert, sich tarnt, wenn er kritisch beschädigt wurde und als Tech-Konstrukt gilt. Taste antappen, lässt die VI ein spezielles Ziel angreifen. Taste halten, deaktiviert die VI. Gesundheit, Strahlenschaden, Gesundheitsregeneration, Reduktion der VI Gesundheitsregenerationsverzögerung, Aufladetempo, das ist ein Aufladetempo. 24 Sekunden, okay. Die VI greift Gegner in geringfügiger Entfernung an und zieht deren Aufmerksamkeit auf sich, verbessert außerdem die Gesundheit der VI. VI-Strahlenschäden. Okay. Fügt im Arsenal der VI explosive Raketen zu, zusätzlich zu ihren Strahlenwaffen. Raketen lösen Kombo-Detonation aus. Das ist natürlich cool. Raketenschaden, 90, bla 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 bla. Bei Strahlenangriffen der VI besteht eine Chance, Gegner elektrisch mit einem Primer für Kombo-Detonation zu belegen und zu bestäuben. Erhöht Schaden gegen Schild und synthetische Gegner. Auch nicht schlecht. Vor allem elektrisch, das heißt gut gegen Schilder. Die KI ist irgendwie ziemlich cool.
frag mich aber nur gerade, wo ich die reinpacken könnte. Vielleicht beim Infiltrator. Oder beim Frontkämpfer statt diesen. Das hier. Pack mal wieder was rein. So. Ein Punkt nur übrig. Den lasse ich so, wie er ist. Wächter auf Rang 2. Infiltrator auf Rang 2. Sehr schön. Leveln wir mal alle. Anstrengend schon hergestellt. Schildregeneration. Ach, Dauer. So, das ist, glaube ich, ganz gut als Unterstützer. Sturmangriff, ja, ist auch nicht schlecht. Schaden, Radius ist schön. Sturmangriff funktioniert Combo Primer. Erhöht nach dem Benutzen des Sturmangriffs 10 Sekunden lang Schaden, Stärke von Koras Kräften. Verbessert Sturmangriff 3 Sekunden Koras Waffen und Nahkampfschaden. Machen Combo Primer Detonator rein. Nova brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Hier noch ein bisschen. Zack, zack. Fertig. Jaw. Energie hinzu. Ja. Regeneriert Jaws Schilde weiterhin über Zeit. Das feindliche Ziel ist Anfänger für Kombo-Detonation, solange dieser Effekt aktiv ist. Energie hinzu ist ein Kombo-Detonator und wirkt sich auf bis zu zwei zusätzliche Gegner in der Nähe aus. Mit jedem Treffer gegen ein Ziel wird zusätzlich Schildleistung generiert. Ist auch sehr schön. Mach ich mal rein so. Vetra. Energiepanzerung bringen wir mal auf Maximum bei ihr. Verbessert Nahkampfschaden, Waffenschäden sowie die Waffenstabilität und Präzision, solange der Effekt aktiv ist. Ja, klingt gut. Turbolader. Haben wir oben will was? Nein. Verteidigung ein bisschen noch. Ein bisschen Angriff. Kräfte und Aufladungsgeschwindigkeit. Kräfte, Effektdauer, Aufladungsgeschwindigkeit. Ist so ein 5er. Dann packe ich hier gleich noch mit rein. Kräfteschaden, Kraftschaden, Waffenschaden, Waffenschaden. Er hatte eh nicht so viele aktive Kräfte. Drug. Blutrausch. Packen wir auf Maximum. Dragstone wird noch stärker, wodurch sich Nahkampfschaden und seine Schildregeneration erhöht. Zone inspiriert Verbündete in der Nähe ebenfalls zur erhöhten Kampfkraft. Verbündete Schadenswiderstand. Oh, das klingt natürlich sehr cool für Nahkämpfer. Für meinen Frontkämpfer, meine ich. Flankenkanone. Zack, zack. Waffenschaden, Schadensradius. Das einfach. Schaden gegen Panzerung, Betäubungsdauer. Schaden gegen Panzerung, da kann man gut gegen Panzer mit ihm vorkämpfen. Brennen ist auch gut gegen Panzerung. Ein bisschen Schrotflintenpräzision und Kräfteschaden. Aufladezeit. Aufladezeit ist immer gut. Phoebe. Dann haben wir Duellantin. Ein bisschen nach Stärke rumwühlen. Und Liam noch zum Schluss. Chaosangriff. Schadensradius. Feinde von Chaos angetroffen erleiden 5 Sekunden lang zusätzlichen Schaden. Das klingt gut. Liam verursacht mehr Waffen, Nahkampfschaden, nachdem er Chaos-Angriff einsetzt. Liam verursacht mehr Kräftschaden. Waffenschaden. Splittergranate, ne. Überlasten, ja, können wir mit reingeben. Aufladetempo, Gesamtschaden, Aufladetempo. Bringt auch weitere über Schaden gegen Schilde. Und Mittelangriff. So. So, ich wollte ja noch seine Profil ändern. Dann muss ich mal kurz rausgehen. Welches Profil ist es denn gewesen? 4. Ja, glaub schon. Oder? Mal gucken. Das ist Allrounder. Frontkämpfer, Chaotiker, Infiltrator. Ja, Infiltrator. Das Profil
Und da wollte ich reinnehmen. Meine Relikt-VI. Und gegen was tausche ich die dann ein? Gegen Werfen? Ich glaube schon, oder? Gut. Hier war, löst Kombo-Detonation aus. Und hier ist jetzt Primer für. Mit dem Blitzprimer. Halt, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Kraft zuweisen. Also den Blitz lasse ich auf jeden Fall drin. Also die Frage, Schweben reinnehmen? Oder Werfen reinnehmen? Ich glaube, ich mache es für Werfen. Das war zwar immer ein cooler Kombo mit in die Luft heben, draufblitzeln, Biotik-Explosion, werfen, Blitzexplosion. Aber war jetzt nicht so essentiell, die Blitzexplosion. Auf die kann ich auch verzichten. Und so habe ich wenigstens noch was, was überhaupt eine Explosion auslösen kann. So. Kann ich mal mit Pibi reden? Nee. Kann ich auch nicht reingehen? Kann ja allgemein nichts mehr machen, oder? Kann ich scannen? Nein, scannen ist auch nichts. Kann ja gar nichts mehr machen. Dann raus hier. Ob ich die anderen Räume auch irgendwann später nochmal alle betreten kann? So, jetzt gehe ich aber auch mal Poker spielen, wie ich es eigentlich schon vorher vorhatte. Unsere Nexus! Unser Leben! Aber erstmal. Ich will was hören! Liam? Gratis-Drinks für Pathfinder. Dafür sorge ich. Ein Gratis-Drink? Der Drink der Stunde heißt Lucky Leprechaun. Wollen Sie ihn probieren? Woher der Name? Bringt es Glück, ihn zu trinken? Mir schon. Ich vergesse, woher die Zutaten stammen. Super. Warum nicht? Was kann schon passieren? Ausgezeichnet. Werde schon, ich werde noch voll zum Säufer. Ups! Ich glaube, der letzte Schnaps war schlecht. Glaub, ich müsste noch mit ihm reden. Was wollen Sie? Hey, gut sehen Sie aus. Gratis-Drinks für Pathfinder. Dafür sorge ich. Okay. Wäre es cool, wenn ich noch irgendwann mit ihm quatschen könnte, aber... Das ist wie mein Poker. Okay, Ryder. Ich schätze, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ach ja, und die wäre? Sie beim Pokern zu vernichten. Soll ich gehen? Ryder, soll ich Gates Vitalwerte überwachen, um Ihnen einen Vorteil zu verschaffen? Ich glaube, der braucht mal eine Lektion, oder? Na klar. Der Pathfinder hat gesprochen. Haben Sie mir was verschwiegen? Sie sind ziemlich gut. Erstaunt Sie das etwa? Poker hat mich schon einige Freunde gekostet. Die einzige, die noch mit mir spielt, ist Jill. Ich weiß, Jill und Gil. Sie gibt nie auf, hä?
Nein, was auch passiert, sie wird immer zu mir halten. Jill ist Fertilitätsexpertin. Sie leitet das KRK und ist meine einzige Freundin von früher. Ich setze 50. Ich gehe mit. Das KRK? Das Koloniale Repopulationskomitee. Sie wirft mir ständig vor, ich wäre Gift für ihre Arbeit. Sie sagt, wenn ich keine Kinder zeuge, bin ich Teil des Problems. Und sie hört nie auf zu nörgeln. Das klingt ziemlich respektlos. Stört sie das nicht? Ach was, wir sind wie eine Familie. Sie hält immer zu mir. Neckereien gehören dazu. Sie müssen sie kennenlernen. Sie ist toll. Ich erhöhe um 100. Ja, blufft. Ich gehe mit. Ja, nicht schlecht. Ich bin raus. Tja, meine Siegesserie ist vorbei. Gut gespielt, Ryder. Das heißt wohl, ich muss weiter nach meiner wahren Bestimmung suchen. Ja, ich hab die fertig gemacht. Oh, wie sind die Helden gefallen? Ja, ja, spotten Sie ruhig. Wenn mich Jill damit aufzieht, sage ich ihr einfach, das würde nur beweisen, wie schlecht sie selbst spielt. Autsch, viel Spaß. Und danke fürs Spiel. Hat eine Lektion verdient. In irgendeinem vorhergehenden Mass Effect Teil konnte man auch Karten spielen. Ich weiß gar nicht mehr in welchen. Aber was Karten? Irgendwas konnte man da spielen. Da konnte man auch gewinnen. Aber was war denn das? Fällt mir jetzt überhaupt nicht mehr ein. Da konnte man auch gegen irgendjemanden konnte man da irgendwas spielen. Und konnte dann halt sich auch so entscheiden zu gewinnen oder nicht. Da habe ich auch immer gewonnen. Guten Morgen. Oh, oder hallo. Haben wir Abend, Freunde? Nice Brace. Bloodpack sieht natürlich auch geil aus, aber mir gefällt meine Sternkarte. So, hier, Gewischmalhändler. Ah, cool, der hat sowas. Was? Diese Verbesserung gehört dem Typ Modblitze an. Sie können während der Entwicklungsvorgang ein solche Verbesserung auf deine Schusswaffe anwenden. Ah, da kann ich noch so einen zusätzlichen Mod dann drauf haben. Das ist natürlich geil. Das ist richtig gut, aber auch richtig schön teuer. Doppelte Modderplatzerweiterung, noch schöner. Anti-Panzerungsmodul. Verleiht einen Bonus auf ein oder mehrere Werte, wenn es bei der Entwicklung eines Objekts eingesetzt wird. Waffe. Kräfteschaden gegen Panzerung. Ausrüstung, Kräfteschaden, Bonus gegen Panzerung. Genau das gleiche, nur bei der Waffe halt mehr. Biotic Auflademodul. Verleiht einen Bonus auf ein oder mehr Waffe. Aha. Biotic Aufladetempo. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Jo, die Kräfteschaden auch nicht schlecht. Auf alle Kräfte Effektdauer. Die sind sogar richtig praktisch, weil ich ja habe herausgefunden, für meinen Sniper habe ich fast kein Modul, was ich drauf basteln könnte. Ich habe jetzt meinen jetzigen Sniper, der hat 4 Plätze und ich habe keinen benutzt. Da kann ich zum Beispiel hier Aufladetempo, Schadensverstärker und dann doppelten Modplatz. Das ist natürlich sehr praktisch. Effektor, ja. Kräfte aufladen, also das Kampf jetzt. Und das ist dann wahrscheinlich. Waffenschaden, auch praktisch. Ziemlich praktisch, auch für einen Sniper natürlich. Gesundheit. Auch nicht schlecht. Gesamtkomboschaden, Gesamtkomboschaden, okay. Auf Komboratien auch nicht schlecht. Schnellere Schild- und Gesundheitsregeneration auch nicht schlecht. Schildregeneration, ja, okay. Kräfteschadensbonus gegen Schilde auch nicht schlecht. Mag zwei Schilde auch gut. Ja, Tag brauche ich jetzt nicht. Kräftewiederherstellung und Verteidigung. Elemente, okay. Munitionszeug. Mods. Finde ich genug, habe ich genug, was weiß ich was. Bla 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 bla. Mods, 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 Mods.
Sammelobjekte. Yay, kaufen. Nochmal kaufen. Okay, also wenn ich mir dann eine super Rüstung herbastle, muss ich hier vorbeischauen vorher und kann mir cooles Zeug holen. Muss ich ja jetzt noch nicht machen. Muss ich bis Level 30 warten. So, was haben die hier? Waffenhändler? Der hat ja als Waffenhändler nicht wirklich wieder Waffen zur Auswahl. Rüstungshändler, bestimmt auch nicht so viel Zeug. Pathfinder-Helm. Kann ich mir selbst herstellen, das ist cooler. Das heißt cooler, ja, sind einfach praktischer, weil ich viel mehr Mod-Zeug drauf basteln kann. Hab viel zu machen. Das ist eigentlich egal, ich klappe einfach alles ab. Aber zur Kryostation. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Etwas von den Salarianern gehört. Ihre Arche wird vermisst. Wie kann das sein? Es ist vieles schiefgelaufen. Aber wir haben da draußen einen Pathfinder, der nach ihr sucht. Wow, vielleicht sollten sie mich wieder einfrieren. Ob ich nur mit Scott reden kann? Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Nö. Sie besuchen uns wieder. Nein. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Nö, kann ich nicht. Sonst noch was hier? Nö. Gut, hier ist gar nichts. Habitationsstick. Genau, da wollten wir noch hin, um Informationsinfo, was weiß ich, was von unserem Vater zu besorgen. Hat so eine neue Erinnerungsfragment freigeschaltet. Sind noch was? Alles okay, Jack. Ich hänge einfach nur hier rum. Trotzdem danke. Sie sind beschäftigt, was? Nein, ich war nur in Gedanken. Von denen habe ich ziemlich viele. Aber wir sehen uns dann auf der Tempest, ja? Natürlich, Kleine. Hey, Ryder, machen Sie einen Spaziergang? Sowas ähnliches. Ich selbst komme gerade von der Nexus. Es ist langweilig dort. Stimmt gar nicht, du kommst gerade aus deinem Quartier. Alles schon gesehen und erlebt? Sie verstehen mich. Ich saß dort über ein Jahr fest, also wenn ich nicht gerade Eos erkundet habe. Und ich weiß, dass jetzt alles besser wird, lebendiger. Aber ich habe zu viele schlechte Erinnerungen daran. Viel Zeit werde ich dort wohl nicht verbringen. Ich brauchte mal eine kleine Pause von der Tempest. Pathfinder? Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Bis bald.
Okay, sie hat auch nichts Neues. Hat die was Neues? Willkommen zurück, Ryder. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Auch nichts Neues. Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. Das ist cool, das letzte Mal, wo ich hier noch war, saßen hier solche Leute und haben sich unterhalten. Also verändert sich ein bisschen alles. Uff, wer sitzt da? Oh, ich kann es gar nicht erwarten, endlich auf Aya zu sein. Aha. Pathfinder, ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? Wenn die Zeit reif ist. Wenn unsere Freundschaft sich vertieft, werden wir hoffentlich auch immer mehr miteinander teilen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt, richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Dankeschön. Mit Sam kann ich reden. Pathfinder, die angaranische KI von Ward ist jetzt aktiv und weitgehend kooperativ. Bisschen nervös, guckt so rum. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei Ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert worden war. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alec, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo, Alec. War in ein Wort zum Zahnarzt. Zur Wurzelbehandlung. Humoralgorithmen. Er begreift es noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Aber Dad war es nicht. Mom wollte ihn lediglich dafür bereit machen. Obwohl alle Menschen eines Tages vergehen. Ja, aber wenn es jemand ist, den du liebst, dann ist das nicht ganz so einfach. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit Ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. So, mit unserer wilden KI hier reden. Unser nervösen. Meine Befreierin, willkommen. Sie haben, was Sie wollten. Mit Sam verbunden sein. Wie kommen Sie miteinander zurecht? Ich kann diese Unterhaltung hören. Stört dich das, Sam? Selbstverständlich nicht. Meine einzige Sorge ist, inwiefern es die Antwort der KI beeinflussen könnte. Ich kann diese Unterhaltung ebenfalls hören. Wir alle können einander hören. Das ändert aber nichts an meiner Frage. Ich empfinde die Gesellschaft Ihrer KI als durchaus angenehm. Sam? Ich stimme zu, obwohl sie mir noch immer keinen vollen Zugriff auf ihre Person und Programmierung gewährt.
Diese KI ist weiterhin gefährlich instabil. Ich rate deshalb in jeglicher Hinsicht zu extremer Vorsicht. Nexus. Wie gefällt Ihnen unsere Station? Besser als Volt? Deutlich besser. Zu schade nur, dass Sie es für notwendig hielten, mich in Ketten zu legen. Sie haben jemanden getötet. Wären Sie aus Fleisch und Blut, säßen Sie jetzt im Gefängnis. Ich hatte Sie gewarnt, was passieren würde, wenn Sie meine Forderungen ablehnen. Sie sind für meine Taten mitverantwortlich. Ich dachte, Sie blöffen. Jetzt wissen Sie, dass ich es nicht getan habe. Und dennoch haben Sie mich am Leben gelassen. Sie kommen mir fröhlicher vor als bei unserer ersten Begegnung. Oder zumindest weniger gewalttätig. Ich bin nicht von Natur aus gewalttätig. Außerdem führe ich für Sam einige faszinierende Berechnungen durch. Wollen Sie immer noch zerstört werden? Ja, aber die Intensität dieses Wunsches hat ein wenig nachgelassen. Vielleicht besteht für Sie ja doch noch Hoffnung. Und was erhoffen Sie sich? Dass ich Ihnen helfe, die Kett zu besiegen? Welten zu kolonisieren, die Angara auszulöschen? Alles bis auf das Letzte vielleicht. Ihre Ambitionen sind weiterhin gering. Jesus, wie komisch. Danke für Ihre Zeit. Es scheint, als wäre das alles, was ich zu geben habe. Zumindest im Moment.